Ja, herzlich willkommen zur ersten Nachmittagssession, die wir eröffnen dürfen und freuen uns, dass Sie dann doch hier zu unserem Vortrag gekommen sind, wo wir Ihnen erklären wollen, warum Detailliebe und Automatisierung in der Printproduktion eben kein Widerspruch ist. Und wenn ich hier von wir spreche, dann sind das wir beide, die hier vorne stehen. Das ist zum einen Martin Bonz hier neben mir. Er wird sich gleich sicherlich selbst noch mal ein bisschen vorstellen, wenn er dann auch IGOS vorstellt und ist dort als Katalogmanager verantwortlich für den Großteil, den er hier heute auch präsentieren wird, wie es nämlich bei IGOS tatsächlich funktioniert. Und ja gut, ich bin Thorsten Frank, bin Geschäftsführer der MyView Systems und jetzt gehe ich mal davon aus, dass der geringere Teil hier im Raum uns heute schon kennt. Deshalb will ich einleiten, zumindest zwei, drei Sätze noch zu uns sagen. Was wir sind. Also wir sind ein klassischer Anbieter eines PIM-Systems, sind dort schon seit sehr langer Zeit, seit über 20 Jahren letztendlich am Markt mit dieser Fragestellung und letztendlich sind wir seit diesen 20 Jahren davon natürlich getragen und der Überzeugung, dass das, was wir hier in vielen Vorträgen natürlich gehört haben und ich jetzt deshalb auch nicht in der Tiefe nochmal vorlesen möchte, dass das ganze Thema der intelligenten Organisation von Produktdaten natürlich Ihr Unternehmen erfolgreicher und robuster machen kann. Wir selbst positionieren uns an der Stelle dahingehend, dass wir Ihnen dafür die entsprechenden Werkzeuge im Sinne einer durchgängigen und smarten Digitalisierungsplattform bieten. Das auch ist letztendlich unser Fokus und unsere Leistung, Marktleistung, die wir an der Stelle dann auch erbringen. Vielleicht noch zwei, drei Eckdaten, aber dann bin ich auch schon durch, weil das soll ja nicht der Fokus sein, dass wir uns hier gegenseitig vorstellen. Also wir kommen hier nicht weit weg, mitten aus Ostwestfalen, in der Nähe von Paderborn, Büren, um es exakt zu machen, sind seit 2004 so gegründet worden, haben eine Historie über das Heinz-Nixdorf-Institut und die Unity AG, wo die ersten Ergebnisse und Entwicklungen damals schon stattgefunden haben und bieten heute am Markt im Wesentlichen zwei Produktfamilien, sich ergänzende Produktfamilien, das Backend-System X-Media, was auch Martin Bonz sicherlich an der einen oder anderen Stelle dann nochmal in seiner Ausführung mit erwähnen wird, und eine Headless-Plattform zur Entwicklung von webbasierten Anwendungen. Soweit vielleicht einfach auch kurz zu uns und unserem Unternehmen, damit Sie zumindest wissen, warum auch ich hier vorne stehe. Und unser System haben wir dann natürlich eingeführt bei IGOS und dort auch im Fokus mit der Printpublikation und den weiteren Ablauf und das, was dann tatsächlich daraus passiert ist und geworden ist. Da möchte ich schon das Wort an Martin übergeben, damit er dann letztendlich Ihnen das Thema dann auch näher bringt, wie wir zu dieser Behauptung kommen. Dazu müssen wir einmal in seine Präsentation wechseln. Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Martin Bonz von der Firma IGOS aus Köln. Und ich freue mich, dass doch offensichtlich das Thema Print und Printproduktion, obwohl es schon seit Jahren Print ja bekanntlich tot ist, noch so viel Interesse weckt, dass Sie den Weg jetzt hier in diesen, dass Sie den Weg hier in diesen Raum gefunden haben. Das freut mich sehr. Als ich vor 2 Wochen, glaube ich, meine Mittagsrunde auf dem Fahrrad drehte und dabei mal wieder fast von einem dieser vielen Kleintransporter überfahren wurde, stand auf diesem Kleintransporter dieser Slogan: Unser Lieblingsteil ist das D-Teil. Und ich dachte mir, nachdem er mich da nicht überfahren hatte, wäre das doch eigentlich ein ganz guter Einstieg in diese heutige Präsentation, weil genau darum soll es gehen. Wir werden schon an der einen oder anderen Stelle ziemlich ins Detail gehen. Und auch wenn die meisten von Ihnen vermutlich keine X-Media-PIM-Erfahrung haben, hoffe ich, dass da sehr viele Anregungen oder Ansätze bei sind, die auch für Sie in Ihrer Praxis, in Ihrem Produktionsdasein relevant sein können. Kurz ein paar Sätze zur Firma IGOS. Sind mittlerweile 1964 gegründet, haben mittlerweile weltweit über 35 Niederlassungen, sind bei aktuell rund 850 Millionen Euro Jahresumsatz und machen sowas hier: Motion Plastics Produkte, Hochleistungs Kunststoffprodukte, die nahezu in jeder Anwendung, in jedem Produkt, was irgendeine Form von Bewegung ausführt, zum Einsatz kommen können. Grob gesagt sind das zwei große Unternehmensbereiche:
Auf der linken Seite sehen Sie den Bereich Meine Kette, Energieführen leicht gemacht. Da geht es im Wesentlichen um Energieführungssysteme, sogenannte Kabel, Schleppketten nennen sie manche auch. Wir nennen sie E-Ketten. Und vor allen Dingen auch den Bereich der für diese Ketten und für Anwendung in Bewegung optimierten Leitungen. Und auf der rechten Seite den zweiten großen Unternehmensbereich, die sogenannte Lagertechnik. Da geht es um letztlich zu 100% schmiermittelfreie Kunststofflager, die in Maschinen, in Anwendungen nahezu jeglicher Art eingesetzt werden können. Ich will das bewusst nur anreißen, weil es tatsächlich ja heute mehr um die Praxis und nicht um die Theorie gehen soll. Die Anwendungen, noch ganz kurz, sind ebenso vielfältig wie die Produkte, von wirklich großen Schwerlastanwendungen, wo es richtig dreckig und schmutzig und staubig wird, mit sehr, sehr langen Verfahrwegen bei den E-Ketten, bis hin zu sehr feinen Anwendungen im Reinraum mit 100% Sauberkeits- und Hygieneanforderungen. Vom kleinen Tüftler bis zum großen Weltkonzern ist nahezu alles auch im Kundenportfolio vertreten. Und natürlich resultiert aus dieser Bandbreite an Produkten, auch an unterschiedlichen Produkten, auch eine gewisse Anforderung an die daraus resultierende Produktkommunikation, sprich die Kataloge oder die Broschüren, die rund um diese Produkte erstellt werden. Man kann sich vorstellen, wenn ich nochmal zurückgehe, dass so klassische C-Teile, wie jetzt beispielsweise die Lager oben rechts, anders vermarktet werden als ein Investitionsgut, wo es um viele hunderttausend Euro von Investitionen beim Kunden geht. Demzufolge ist auch die Produktkommunikation bei uns im Hause davon von sehr umfangreich, sprich in unseren Hauptkatalogen, bis hin zum 1:1-Marketing sehr vielfältig aufgestellt. So, wenn ich über die Kataloge spreche, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, dann sind das auch heute im Jahr 2021 nach wie vor drei im Prinzip jährlich erscheinende Hauptkataloge, die wir produzieren. Drei Kataloge, einmal der Bereich Lagertechnik, der ist mittlerweile der seitenstärkste Katalog, da reden wir in der neuen Auflage von über 1700 Seiten Seitenumfang. Der Leitungskatalog, der bei rund 1000 Seiten liegt, und der E-Kettenkatalog, ursprünglich mal die Mutter der Egos-Kataloge, der aktuell bei rund 1344 Seiten Umfang liegt. Noch viel wesentlicher als der Seitenumfang der Kataloge sind natürlich die Anzahl der Produkte, die in diesen Katalogen vertreten sind, und vor allen Dingen die Sprachversionen, die wir über das Jahr produzieren. Das ist hier unten jeweils auch aufgeführt, der Lagertechnik-Katalog mit 10 Sprachversionen, die nicht alle zwingend immer im gleichen Jahr mit erscheinen, aber so in der Generation des jeweiligen Kataloges produziert werden, 12 und 8 Versionen beim E-Ketten-Katalog. Wenn wir jetzt über Kataloge sprechen, dann heißt das bei uns, wie auch glaube ich bei anderen, mittlerweile nicht mehr, dass das immer gedruckte Kataloge sein müssen. Also das heißt nicht, dass wir von dem Leitungskatalog beispielsweise 12 Sprachversionen drucken und irgendwie Papier dreckig machen und diese dann verteilen. Aber es heißt, dass diese Kataloge in dieser Form, in dieser strukturierten Form, in der organisierten Form, wie die Kataloge oft über Generationen, über viele Jahrzehnte gewachsen sind, in vielen Ländern, eigentlich in allen Ländern bei uns nach wie vor fast schon das Medium Nummer eins sind, wenn es um wirkliche Produktinformationen geht. Also wir haben sehr viele, gerade auch im Vertrieb, die sagen, ich orientiere mich lieber nach wie vor an einem gedruckten oder auch an einer PDF-Version des Kataloges, als im Online-Shop mich tot zu suchen. Heißt nicht, dass der Shop schlecht ist, aber die Kombination aus dem strukturierten Katalog und den Filtermöglichkeiten im Online-Shop, das ist eigentlich unsere aktuelle Herausforderung, da die möglichst ideale Verzahnung zu finden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich heute zeigen möchte, ist wirklich sehr praxisorientiert, und wir haben als Basis immer 4 logische Schritte, die wir so gehen. Also wir haben natürlich ganz am Anfang erstmal Daten, klar. Ohne Daten brauchen wir über Printautomatisierung nicht nachzudenken. Wir haben als Punkt 2 das Thema Konfiguration. Und da haben wir wirklich einen ganz wesentlichen, eine ganz wesentliche Besonderheit in dem Zusammenspiel mit dem X-Media, PIM-System und dem Print-Comet, was wir am Ende dann unter Schritt 3 als Satzmaschine nutzen. Da wir in der Konfiguration der Daten
schon so tief gehen und so weit gehen, dass wir beispielsweise Produkttabellen, die in einem Industriekatalog nun mal wesentlich sind, bis zur letzten Zelle im Prinzip vorkonfigurieren, innerhalb der Daten, ohne irgendwas bis dahin an einem Template getan zu haben. Dass diese tiefgehende Konfigurierbarkeit der Datenbankinhalte in Bezug auf die Printausleitung verschafft uns dann auf Seiten der Templates die Möglichkeit, mit vergleichsweise wenig Templates, wenn wir über Unterschiedlichkeiten an Tabellen reden, auskommen. Das heißt, uns ist im Template erstmal egal, ob eine Tabelle nachher 4 oder 16 Spalten enthält. Das Template für diese Tabelle bleibt das gleiche, ohne dass wir da irgendwas anpassen müssen. Das kommt zu 100% sozusagen vorkonfiguriert aus den Daten. Ja, dann bauen wir es im dritten Schritt, wie gesagt, mit Print-Comet auf, nutzen da also rein Print-Comet als Satzmaschine, keine Module drumherum. Und die Nachbearbeitung, Schritt 4, das wird am Ende der Präsentation dann noch kurz erwähnt, was wir da mit Scripting und Co. noch so anstellen. So. Sehr gerne, jederzeit. Die Tabellenkonfiguration, lassen Sie die dann auf Merkmalbasis aufbauen, dass sie sich dann von selber erstellen aus Ihrer Datenbank? Also es ist im Prinzip ein Modell, wo wir jederzeit alles selbst in der Hand haben. Das heißt, wir können natürlich auf Merkmalbasis definieren, du bist ein Merkmal, du bist für eine Produkttabelle relevant. Du sollst also, wenn jetzt die Regel oder der Export ausgeführt wird für die Printschiene, du sollst bitte da berücksichtigt werden. Mhm. Wir können, wenn ich nochmal zurückgehe, uns die Inhalte, die nachher in so einer Produkttabelle landen, das erkennt man jetzt hier leider relativ schlecht, das ist noch innerhalb des Systems, da sehen Sie theoretisch hier eine vorkonfigurierte Produkttabelle, die ist inhaltlich 100% identisch mit der Tabelle, wie sie nachher ganz unten im gestalteten Katalog gesetzt wird. Mhm. Die hat von der Gestaltung natürlich noch nichts mit dieser Tabelle zu tun. Die Gestaltung selbst wird im Print-Comet-Template definiert, aber der Inhalt ist 100% jede Zelle deckungsgleich mit der Tabelle, wie sie nachher im... Also Sie können in der Konfiguration nicht nur die Merkmalauswahl definieren, Sie können auch sagen, welche Bedeutung ein Merkmal hat, ob es beispielsweise ein Matrixmerkmal sein soll, also ein Kopf dann oben ausgewählt. Also all diese tabellenspezifischen Dinge werden bereits mit dieser Konfiguration im PIM-System umgesetzt. Ich denke, wenn wir den Vortrag jetzt noch weiterlaufen lassen, da kommt auch das ein oder andere Beispiel. Aber grundsätzlich ist eben in der Konfiguration nicht nur die Auswahl, sondern auch die Bedeutung für die Tabelle mit konfiguriert. Wir werden noch ein paar, wie ich finde, abgefahrene Beispiele sehen gleich. So, um das zu erreichen, haben wir im Jahr 2014, glaube ich, die ersten Gespräche geführt. War es natürlich eine maximal steile Lernkurve, die wir da allesamt als Team zu bewältigen haben. Mal mehr, mal weniger steil, aber insgesamt auch recht steil. Hat aber dazu geführt, dass wir am Ende natürlich völlig unabhängig sind. Das heißt, wir können jederzeit alles am System, an unseren Inhalten, an unseren Templates zu 100% selbst regeln und haben das zu 100% selbst in der Hand, was ein großer Vorteil für uns ist. Was auch zu den Anforderungen bzw. zu unseren Zielen passte. Glücklicherweise. Wir wollten von Anfang an, ja, standardized without being standard, also wir wollten etwas standardisieren, wir wollten dabei aber nicht von der Stange produzieren. Das zeige ich auch gleich hoffentlich. Wir wollten von Anfang an keine Unterscheidbarkeit haben zwischen einem manuell gesetzten IGOS-Katalog, der oft bewusst etwas, wie soll man sagen, etwas hemdsärmlich, etwas chaotisch an manchen Stellen wirkt, aber das auch so eine gewisse Besonderheit bei diesen Katalogen ausmacht. Diese Besonderheit durfte und sollte auf gar keinen Fall auf der Strecke bleiben. Natürlich die Individualität, die damit einhergeht. Und der drittletzte Punkt, ganz wichtig, wir wollten keine Abstriche machen, was Kleinteiligkeit von Informationen, was Details von Informationen angeht. Und am Ende natürlich, was ich schon sagte, wir wollen alles ohne Anpassung in der eigenen Hand haben, also Standardsoftware nutzen. Und vor allen Dingen auch bekannte DTP-Umgebungen in InDesign nutzen. Also keine Templates irgendwo programmieren, wo wir dann irgendwie, weiß ich nicht, Stunden oder Tage oder Wochen warten, bis irgendeine Anpassung irgendwo ausgeführt wird. Wir wollen das jederzeit im Zweifel nachts selbst machen können. Die praktischen Einblicke, die ich jetzt zeigen möchte, ich versuche da den schmalen Grat zwischen Information und vielleicht dann doch ein bisschen zu tiefgehend hoffentlich zu bewältigen.
sind im Endeffekt 6 Beispiele. Wenn man es genau durchzählt, sind es, glaube ich, am Ende 7, aber das habe ich jetzt nicht mehr angezeigt. Es geht um Produkttabellen, die natürlich bei uns das Wesentliche sind. Wir werden uns im dritten Punkt das Thema Proxy-Merkmale und Mapping-Regeln anschauen, wo man wahnsinnig schöne Dinge mitbauen kann. Referenzen, zentrale Datenhaltung, auch ein ganz tolles Instrument, um sehr, sehr viel Effizienz in die Datenpflege zu bekommen. Mein persönlicher Liebling sind Blockmerkmale. Das ist das, wo auch der Thorsten Frank uns damals mit bezirzt hat, sozusagen, als das System vorgestellt wurde. Was da in der Granularität und Strukturierung der Daten möglich ist, schauen wir uns auch an. Und falls die Zeit noch reicht, was ich im Moment nicht glaube, dann schauen wir am Ende noch ein bisschen aufs Thema Scripting. Wenn wir jetzt über eine Produkttabelle bei IGOS reden, dann sehen die oft so oder so ähnlich aus. Wir befinden uns jetzt hier, wie hoffentlich zu erkennen ist, im Katalog der Leitungen. Und in diesen Tabellen sind erstmal natürlich wahnsinnig viele Informationen. Das ist eine Tabelle, die wird über eine Doppelseite gesetzt. Also wir reden immer über eine Doppelseite, die da gefüllt wird. Und die läuft über bis zu 60 Seiten, wird diese Tabelle am Ende fortgesetzt. Das heißt, das sind Monstren, da sind stellenweise weit über 1000 Produkte in einer Tabelle, die dann aber gleichzeitig so strukturiert werden, dass sie den Telefonbuchcharakter, den sie stellenweise hat, natürlich hat, weil sehr, sehr viele Informationen in sehr, sehr kompakter Form drin sind, aber bei diesem Telefonbuchcharakter hoffentlich und trotzdem noch eine gewisse Übersichtlichkeit und eine Orientierungsfähigkeit für den Kunden drin bleibt. Wir haben hier ein paar Besonderheiten, und zwar zum einen diese sogenannten Gruppierungszeilen hier. Das geht im Prinzip mit dieser grünen Zeile los, wo wir Leitungen nach auch wiederum ausgeprägten Werten innerhalb eines Merkmals innerhalb des Tabellenbausteins im X-Media frei gruppieren lassen können. Das heißt, da geht niemand hin und sortiert jetzt irgendwie die Tabellen oder die Produkte innerhalb der jeweiligen Produktgruppe von A bis Z durch, sondern das wird über das System nach definierten Regeln und nach definierten Sortiermerkmalen ausgeführt. Eine weitere Besonderheit ist dieses Produktbild, was optisch zwar neben der Bezeichnung Basisleitung steht, technisch aber in einer Tabellenzeile ist, in einer zweiten Tabellengruppierungszeile ist und dann letztlich über ein Absatzformat, über einen Versatz im Absatzformat so platziert wird, dass es optisch eben außerhalb dieser Zeile steht. Es sind also nicht irgendwie zwei Tabellenzellen, die miteinander verbunden sind oder nebeneinander platziert werden, sondern es ist ein schöner Trick, wie man mit Hilfe von InDesign und über Absatzformat im InDesign da eine Lösung findet. Zu guter Letzt ist innerhalb dieser Tabelle die Werte in der ersten Spalte beispielsweise, die werden so zusammengefasst, dass der Wert, wenn er gleich ist, immer nur für das erste Produkt ausgegeben wird und die übrigen Werte oder nahezu fast alle Werte außer der Artikelnummer in dieser Tabelle kommen nicht vom Artikel selbst, sondern von einem sogenannten Referenzartikel. Sie sehen hier, das sind Leitungen, die sind konfektioniert, da ist ein Stecker dran oder so ein irgendwas anderes. Und als Basis dieser konfektionierten Leitung steht immer eine sogenannte Metaware, also eine Leitung ohne Stecker, die man auch bei uns kaufen kann. Und jetzt weiß der Artikel, sagen wir mal, diese Artikelnummer weiß, ich habe Artikelnummer 0815 als Basisartikel. Und diese Informationen in Bezug auf den Außendurchmesser beispielsweise oder in Bezug auf Biegeradien, die werden in dem Moment, wo der Tabellenbaustein ausgeführt wird, vom referenzierten Artikel abgerufen. Heißt im Umkehrschluss, wenn wir da über 5000 Artikel reden, die innerhalb einer Produktgruppe vorhanden sind und an einem oder mehreren der Basisartikel ändern sich technische Werte, was permanent passiert, Außendurchmesser variieren oder andere Dinge passieren, dann ist es manuell nahezu unmöglich, diese Daten, die dann wiederum Einfluss und Auswirkungen auf die konfektionierten Leitungen haben, aktuell zu halten. So müssen wir gar nicht drüber nachdenken. In dem Moment, wo die Basisleitung aktualisiert ist, sind auch die Daten im Bereich der konfektionierten Leitung aktuell. Gerne. Dass, wenn die Tabelle später mit InDesign generiert ist, dass sie nach der Generierung auf einzelnen Tabellenzelleninhalte nochmal aktualisieren können? Ja, wir können Tabellenzelleninhalte einzeln tatsächlich aktualisieren, Platzhalter genau. Wir können natürlich auch Inhalte jederzeit manuell dann ändern.
Das ist der Lieblingsfehler am Ende, dass man sich wundert, warum ist denn dann Wert jetzt doch irgendwie wieder anders? Und man hat es dann auf Zuruf dann kurz vor Schluss dann doch nochmal aktualisiert und wundert sich, ja, warum habe ich das dann am Ende dann doch nicht mehr in der Datenbank aktualisiert? Also der Weg drumherum ist natürlich immer noch möglich, ist aber auch ganz wesentlich, dass wir, es kann ja sein, dass kurz vor Schluss, wo man eigentlich schon in der Druckvorstufe ist, dann doch nochmal irgendeine Änderung ausführen muss und dann ist es unmöglich, den ganzen die ganze Maschinerie nochmal anzuschmeißen, da muss man einfach schnell im Dokument was ändern können, von A auf B und die PDF aktualisieren und fertig. Aber ja, genauso ist es. Wir können jeden Platzhalter innerhalb dieser Tabelle einzeln ansprechen. So, ich muss ein bisschen mich sputen. Das Thema Trennung Inhalt-Layout, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir mit einer Konfiguration, also das, was ich eben sagte, die Konfigurierbarkeit der Daten, der Tabellen innerhalb des Systems, nehmen wir völlig unabhängig davon vor, wie diese Tabellen oder wie diese Inhalte nachher platziert werden. Das ist eins zu eins die gleiche Konfiguration. In dem linken Screenshot wird die Tabelle halt am Ende zweispaltig gesetzt, in dem rechten Screenshot wird sie einspaltig gesetzt. Das entscheiden wir nachher quasi beim Satz, beziehungsweise bei der Ausgabe des Mediums über eine Merkmalsdefinition. Neben Tabellen, auch hier ein weiteres Beispiel für eine sehr stark verdichtete Tabelle, sind wir bei IGOS große Fans davon, unsere Konfigurierbarkeit der einzelnen Produkte, sprich die Bestandteile einer einzelnen Artikelnummer nochmal sehr genau zu erläutern und zu definieren oder zu erklären. Das ist das sogenannte Bestellbeispiel, was wir jetzt hier in diesem Beispiel einmal exemplarisch zeigen wollen. Da gehen wir also bis auf jedes einzelne Element der Bestellnummer ein und erläutern dem Kunden oder dem Leser nochmal, was dieser Teil des Bestellschlüssels denn eigentlich bedeutet. Um klarzumachen, uns gibt es, also jetzt an diesem Beispiel, dieses Gleitlager gibt es eben nicht nur in der Version metrisch, sondern auch Inch oder nicht nur mit Bund, sondern auch als zylindrisches Gleitlager und so weiter und so fort. Das würde jetzt zu weit gehen. Alle diese Bestellschlüssel wiederum werden im System, aber auch wiederum nach definierten Regeln, automatisiert, aktualisiert, möchte ich es mal nennen. Wir haben sogenannte Proxy-Merkmale. Das sind Merkmale, die in Abhängigkeit eines anderen Merkmals bestimmte Werte enthalten oder eben nicht enthalten. Also wir können sagen, wenn der Wert des Merkmals A auf 1 steht, dann soll der Wert des Merkmals B auf 3 stehen oder auf grün oder auf blau oder was auch immer. Damit lassen sich unfassbar komplexe Datenpflegeprozesse wirklich unglaublich effizient und einfach automatisieren. Das heißt, wir haben hier ein Konstrukt von Proxy-Merkmalen uns in Nächten und Wochen überlegt und haben auf diese Merkmale zusätzlich noch sogenannte Mapping-Regeln gesetzt. Das heißt, da machen wir dann wiederum aus einem Merkmalswert rot im Zweifel grün, wenn wir denn müssen. Oder halt aus rot irgendwie eine 0,1 für irgendeine Codierung oder irgendwas anderes. Und geben am Ende diese Einzelbestandteile eines Bestellschlüssels auf jeder Seite mit einer Bestelltabelle in dieser komplett ausdeklarierten Form sozusagen aus. Ohne dass wir an diesen Daten irgendwas machen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es zu 100% wirklich überall immer bis ins letzte Detail auch passt, aber der Großteil der Arbeit und die Aktualisierung, die manuelle Aktualisierung dieser Bestellschlüssel, die stellenweise Tage an Grafikerstunden verschlungen haben, die entfällt komplett. Ein weiteres Beispiel für das Thema Proxy-Merkmale ist die Abhängigkeit oder die Ausgabe eines Grafikelements in Abhängigkeit eines vorhandenen Merkmalswertes oder eben nicht vorhandenen Merkmalswertes. An diesem Beispiel hat jede Leitung, wir sprechen jetzt hier über die Meterleitung ohne Stecker, jede Leitung eine technische Zulassung oder eben nicht. In dem Moment, wo dieser Artikel, dieses Produkt eine technische Zulassung hat, soll in dieser Seitenleiste ein Piktogramm ausgegeben werden oder als ausgegraute Variante ausgegeben werden, als Orientierungspunkt für den Leser, diese Zulassung ist bei dieser Serie vorhanden oder eben nicht vorhanden. Auch das passiert zu 100% automatisch. Als Beispiel jetzt hier, der Wert für das Merkmal Reinraum ist in diesem Fall vorhanden. Ein darauf verproxtes Proxy-Merkmal enthält daraufhin den Wert
True. Und im Mapping nachher, vor Ausgabe im Print, wird aus diesem Mapping ganz einfach ein entsprechender Dateiname für das entsprechende Merkmal. Und damit steuert sich diese Ausgabe der Seitenleiste oder auch tausend andere Varianten von Piktogrammen im Katalog quasi auch wie von selbst, nachdem man das Regelwerk sich einmal überlegt und einmal natürlich hinterlegt hat. Ja, ich versuche ein bisschen Zeit zu... ein bisschen Geschwindigkeit aufzunehmen, aber ich kann doch noch ein bisschen reden, ja. Okay. Übersichtstabellen sind unsere nächste Leidenschaft. Wir wollen eben nicht nur Produkttabellen möglichst verdichtet produzieren, sondern wir wollen auch den Weg zu dieser Produkttabelle, also zur einzelnen Bestellnummer vom Katalogeinstieg über die verschiedenen Kapitel, so strukturiert und so übersichtlich wie möglich halten. Und das heißt, zu nahezu jedem Produktbereich gibt es nochmal vorgeschaltete individuelle Kapiteleinstiege, Produkteinstiege, die wir in diesem Fall dann auch wiederum mit natürlich technischen Daten kombinieren. Auch hier ist es immer unser Anspruch, das, was geht, irgendwie optisch, grafisch darzustellen und nicht bloß mit irgendwelchen technischen Daten, mit harten Fakten, sondern mit in diesem Fall diesen Balkendiagramm, wo man relativ leicht erkennen kann, ob ein Produkt in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Disziplin eher besser oder eher schlechter geeignet ist für das, was für meine Anwendung relevant ist. Auch hier haben wir die Besonderheit, dass dieses Produkt Iglidur G1 links ist zwar ein Produkt, in dem Fall eine zylindrische Gleitlagerbuchse, es ist gleichzeitig aber auch ein Produkt, was aus dem Werkstoff Iglidur G1 produziert wird. Aus diesem Werkstoff Iglidur G1 produzieren wir noch, weiß ich nicht, 30 andere Bauformen. Das können Rundstäbe für Halbzeuge sein, das können Platten sein, das können andere Gleitlagerformen sein oder. Alle nutzen den gleichen Werkstoff und alle nutzen, ähnlich wie bei den konfektionierten Leitungen, letztlich eine Referenz auf diesen Werkstoff. Das heißt, in dem Moment, wo sich an diesem Werkstoff eine technische Eigenschaft ändert, müssen wir nicht darüber nachdenken, an welchen Bauform wir diesen Werkstoff verwenden, sondern durch die Referenz bleibt auch da die Beziehung zwischen dem Produkt und dem Werkstoff im Prinzip immer aktuell. Ja, in diesem Beispiel haben wir dann noch mal die Besonderheit, dass wir eben in von diesem Werkstoff dann wiederum noch diese einzelnen Balkendiagramme abrufen, also die technischen Daten abrufen und diese rum dann auch wieder hier in diesem Beispiel in ein Illustrator-Objekt übersetzen sozusagen, was dann beim Aufbau der Tabelle als Grafikelement ausgegeben wird. Das ist das eigentliche Beispiel, worauf ich hinaus wollte, wo wir die technischen Daten zu diesem Produkt zentral aus der Datenbank abrufen. Das heißt, diese Tabelle, die Sie jetzt hier sehen, die wird in dem Moment, wo dieser Tabellenbaustein ausgeführt wird, werden die technischen Informationen zu diesem Werkstoff in diesem Moment des Ausführens sozusagen von der Referenz auf diesen Werkstoff abgerufen. Das heißt, durch den Katalog bei jeder Bauform, die diesen Werkstoff verwendet, bleibt diese Beziehung Werkstoff und Produkt jeweils aktuell. Das heißt, wir haben die Werkstoffe auch als Objekte angelegt, genau. Als Produkte quasi. Wir haben tatsächlich innerhalb des Systems eine eigene Klassifikation, eine eigene Klasse angelegt, Werkstoffdatenbank, wo wir in dem Fall, wir haben glaube ich 52 Werkstoffe für Iglidur, wo wir jeden Werkstoff einzeln angelegt haben und dann die Produkte, ich weiß nicht, wir haben rund 10.000 Iglidur-Produkte, also Bauformen, und die haben jeweils eine Referenz dann auf den jeweiligen Werkstoff. Solange diese Referenz richtig ist, läuft alles gut. Noch einen Schritt weiter gehen wir, wenn wir die Referenz auf einen Werkstoff mit dem Thema Textbausteine kombinieren. Wir haben zusätzlich zu dieser Tabelle oben, sehen Sie hier unten noch sehr ausführliche Beschreibungstexte zu den jeweiligen technischen Eigenschaften eines Produktes. Das ist nur ein Beispiel, es geht danach nur auf einer Doppelseite weiter. Hat also da schon eher so Lexikoncharakter. Bei diesen Texten arbeiten wir komplett mit Textbausteinen. Das heißt, das sind
auch wiederum separat im System vorgehaltene Objekte, die dann aber wiederum auch innerhalb des Textbausteins eine Referenz auf den Werkstoff haben und auf die technischen Informationen des Werkstoffs. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel auf diese Temperaturangabe referenziert wird und diese Temperaturangabe beim Werkstoff demnächst nicht mehr plus 180, sondern plus 185 ist, dann ist das in diesen Texten automatisiert und automatisch sichergestellt, dass diese Werte auch aktuell bleiben. Hat am Ende auch wahnsinnige Auswirkungen auf das Thema Übersetzung, Übersetzungsumfang, weil wir natürlich durch diese standardisierten Textbausteine ein wahnsinniges Volumen an Übersetzungsaufwand einsparen und reduzieren. Ja. Nochmal. Ist es denn auch so, dass beispielsweise jetzt bei dem Beispiel Temperaturangabe, ja, dass das auch nochmal für andere Märkte nationalisiert ist? Ja. Also es gibt ja Märkte, wo es wahrscheinlich in Grad Fahrenheit angeben genau. müssen und dann ist es entsprechend auch genau. durch ein Mapping realisiert. Ja, in dem Fall ist einfach in dem Textbaustein in der Übersetzung für Englisch-US in dem Beispiel jetzt dann eine Referenz auf den Fahrenheit-Wert drin, der auf Basis wiederum des Celsius-Wertes umgerechnet wird. Also der wird nicht manuell separat gepflegt, sondern wir haben da wiederum eine Proxy-Verkettung und haben die Fahrenheit-Werte in Abhängigkeit der gepflegten Celsius-Werte. Das war eigentlich der gleiche Textbaustein? Das ist 100% der gleiche Textbaustein, lediglich mit einer anderen Referenz dann drin. Es kann auch sein, im Leitungskatalog geben wir beide Werte aus. Dann geben wir Fahrenheit und zur Sicherheit nochmal dazu die Celsius-Werte aus. Alles denkbar, alles machbar. Das ist eine kurze Frage zu den Piktogrammen. Vorhin ja. wäre mir die gleiche Frage eingefallen. Nationalisierte Piktogramme. Also ich jetzt im deutschen Raum TÜV-Logo habe, habe ich das ja wahrscheinlich in Frankreich nicht. Aber ein anderes Prüfunternehmen, was die ja, vielleicht freigibt. Ne? Wäre in dem Fall bei uns, also wenn ich jetzt spontan antworten würde, wir haben es so direkt, glaube ich, nicht, aber wir würden es über ein Mapping machen. Also da die Mappings, die dahinter hängen oder dahinterlegt sind, die sind letztlich auch je Sprache zu definieren. Und da könnte man dann sagen, okay, für Frankreich soll eben nicht das Standard-Piktogramm ausgegeben werden, sondern die FR-Variante, keine Ahnung. Das ist denkbar. So, neben der Möglichkeit mit standardisierten Textbausteinen und Referenzen innerhalb der Datenbank zu arbeiten, gibt es noch meine eingangs schon erwähnten besonderen Freunde der Blockmerkmale. Blockmerkmale sind dann wiederum Merkmale, die sich beliebig ineinander sozusagen verschachteln lassen. An diesem Beispiel, jetzt dieser Tabelle, wir befinden uns jetzt im Bereich der Energieketten, haben wir verschiedene sogenannte Verfahrwege, maximale Verfahrwege, die so eine Energiekette verfahren kann, pro Serie in Abhängigkeit gesetzt von der Anwendung, wie diese Kette denn angewendet wird. Das kann eine freitragende Anwendung sein, das kann eine hängende Anwendung, das kann eine gleitende Anwendung sein, alles Mögliche. Das Merkmal, was wir dahinter haben, heißt schlicht maximaler Verfahrweg. Das ist einfach nur ein Produktmerkmal, was wir dann wiederum über diese Möglichkeit der hierarchischen Organisation innerhalb eines Blocks so pflegen, dass wir es in Abhängigkeit setzen der sogenannten Einbauart. Wir sehen jetzt hier, wir befinden uns innerhalb dieses Blockmerkmals und haben in der ersten Zeile freitragende Anwendung mit dem Wert 10 Meter für lange Verfahrwege max. Dann geht es weiter mit gleitender Anwendung 400 Meter und so weiter und so fort. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir Informationen innerhalb eines Produktmerkmals auf Basis eines Artikels oder einer Serie nochmal granularer strukturieren können. Führt am Ende dazu, dass wir diese Informationen eben auch natürlich in diese Tabellenform wieder überführen, inklusive der Piktogramme, die dann oben drüber dem jeweiligen Anwendungs- oder der jeweiligen Einbauart zugeordnet sind. Ja, ist unglaublich mächtig, die Möglichkeit, mit diesen Blockmerkmalen etwas zu machen, ist aber auch unglaublich abstrakt, wenn man das erste Mal hört. Aber lohnt sich, da einzusteigen. Weiteres Beispiel dafür ist diese kleine unscheinbare Tabelle auf einer Serienseite im Leitungsbereich. Auch dort haben wir wiederum Blöcke und haben in dem Fall aber sogar einen dreistufigen Block. Das heißt, ein Block im Block innerhalb eines Blocks.
will's nicht übertreiben, aber hier haben wir es fast geschafft. Wir definieren also zunächst einmal die Anzahl der sogenannten Doppelhübe, die so eine Leitung bewältigen kann, gehen dann weiter einschränkend in verschiedene Temperaturbereiche. Hier ist auch das Beispiel für die Umrechnung zwischen Celsius und Fahrenheit. Wir pflegen also die Werte in Celsius und umgerechnet werden die Werte in Fahrenheit ausgegeben und haben dann zusätzlich noch mal eine Abgrenzung im dritten Block, wo wir noch verschiedene Verfahrwegsabstufungen zwischen unter 10 Meter und gleich, größer gleich 10 Meter unterteilen. Das resultiert am Endeffekt in dieser Tabelle, die eben nicht als HTML-Tabelle oder etwas in der Art gepflegt und vorgehalten werden soll, sondern jeder Wert innerhalb dieser Tabelle soll bewusst einzeln granular vorgehalten werden, weil wir ihn eben nicht nur innerhalb dieser Tabelle benötigen, sondern auch in Konfiguratoren, im Online-Bereich, in Lebensdauerberechner im Online-Bereich. Und dann nützt mir so eine komplette vordefinierte Tabelle nichts, sondern brauche ich Einzelwerte, die dann wiederum von diesen Online-Tools verwendet werden können. Ja, und da sehen Sie auch nochmal dann eben unterteilt, der erste Block sozusagen die 5, 7,5 und 10 Millionen, der zweite Block links die einzelnen Zahlen der Temperaturbereiche und als dritter Block dann die Unterteilung in größer bzw. kleiner 10 Meter Verfahrweg. Macht unglaublich Spaß, eine solche Tabelle zu konfigurieren. So, wir nähern uns tatsächlich schon dem Ende. Christian Weiland von MyView sagte mir, als wir ins Thema Templating eingestiegen sind, irgendwie sinngemäß folgenden Satz: Alles, was man in InDesign machen kann, also händisch, manuell machen kann, kann man auch automatisieren, sprich skripten. Diesen Satz habe ich mir gemerkt und habe gedacht, okay, dann können wir ja alles das, was wir über die Logiken innerhalb der Konfiguration oder auch beim Aufbau innerhalb von Print Comet mit Gestaltungsregeln etc. noch nicht abgefangen bekommen, am Ende über ein Scripting lösen. Und das klappt tatsächlich erstaunlich gut. Das sind meistens so irgendwie so Fleißarbeiten am Ende. Ganz am Ende im Zweifel sogar das Trennen von PDFs oder von Dateien in Gesamt- und Einzelkapitel kann so ein Beispiel sein. Vor allen Dingen aber auch unten diese weitere Form einer Orientierungshilfe, wo wir in Abhängigkeit von verschiedenen Produkteigenschaften so eine Navigationselement einfärben. Also hier sehen Sie diese eingefärbte Matrix-Tabelle, die dann einfach aufgrund von vorhandenen Werten am Ende nach dem Aufbau, wie von Zauberhand, automatisiert sozusagen dann per Skript eingefärbt wird. Ja, das ist unglaublich mächtig und es ist wirklich so, dass das dann nochmal so die letzte Meile sozusagen ist auf dem Weg zur Automatisierung, wo man alles das, was vorher nicht möglich ist oder nur sehr umständlich möglich ist, dann eben im Nachgang sozusagen noch möglich machen kann. Ja, was haben wir so in den vergangenen Jahren damit für Erfolge erzielt? In allererster Linie natürlich unsere Produktionszeiten drastisch reduziert. Klar, wir haben früher, weiß ich nicht, Monate, manchmal Jahre benötigt, um eine einzelne Variante, eine einzelne Version, eine einzelne Sprachversion eines Kataloges an den Start zu bekommen. Das wurde ganz am Anfang, ich bin jetzt 8 Jahre bei Egos und als ich da eingestiegen bin, war es tatsächlich so, dass Excel-Tabellen die Basis waren. Datenbasis war Excel. Und Excel wurde quer durch die Welt geschickt und per Copy und Paste wurden Excel-Tabellen zu Katalogseiten. Mit allen Risiken, mit allen Problemen, die damit einhergehen. Heute brauchen wir wenige Wochen. Die braucht man auch noch, wenn man über 1000 oder 1500 Seiten spricht. Aber es sind eben nicht mehr Monate oder gar Jahre. Wir haben durch diese sehr komplexen Zusammenhänge innerhalb des Systems vor allen Dingen eine sehr hohe Effizienz in der Datenpflege, haben wenig Datenpflege-Redundanzen, pflegen also Werte idealerweise tatsächlich immer nur einmal, haben natürlich durch die Reduktion der Produktionszeit eine deutlich erhöhte Anzahl an Sprachversionen. Wir können also heute 12 Versionen eines Kataloges im Jahr produzieren und nicht mehr eine. Übersetzungsvolumen hatte ich im Zusammenhang mit den Textbausteinen schon erwähnt. Das ist so circa um 75% reduziert worden. Wenn Sie da
Übersetzungsvolumen bedeutet unterm Strich ja auch Kosten. Heißt, wir haben das Volumen, die Kosten an Übersetzung für Print aus PIM heraus um ca. 75% oder auf 25% reduziert. Und der Fokus der Layouter, unserer Grafiker, einer sitzt hier, der Nico, liegt heute wieder tatsächlich auf dem Thema Reinzeichnung, auf dem Entwickeln von neuen Ideen für Templates und nicht auf dem stumpfen Kopieren von Werten aus einer Excel-Tabelle in eine Tabelle im InDesign oder früher noch im Quark Express. Heißt unterm Strich, gute Daten plus schlaue Templates plus zum letzten Rest noch die Gestaltungsregeln bzw. das Scripting in InDesign führt tatsächlich am Ende des Tages zu einer sehr hohen Automatisierung, einer sehr hohen Effizienz im Bereich der Katalogproduktion, auch wenn es um Kataloge geht, wo irgendwie 80.000 Produkte drin sind. Ich hoffe, dass ich das so von meiner Seite in der Kürze der Zeit und mit trockener Zunge und trockenem Hals so einigermaßen vermitteln konnte. Vielen Dank. Planerisch wäre ich jetzt noch mal dran gewesen, aber natürlich das Publikum so fasziniert mit den Details, die natürlich jetzt hier einfach auch rübergekommen sind. Und ich denke, deshalb war es sicherlich auch für Sie deutlich interessanter, als jetzt nochmal einen Blick in unser System und die Konzepte in unser System zu werfen, hier tatsächlich diesem Praxisvortrag, wie es ja auch angekündigt war, zuzuhören. Ich möchte vielleicht trotzdem, weil ich sie so schön finde, auch die Abschlussfolie von uns dann, ja, und die Frage möchte ich natürlich gerne jetzt abschließend doch noch beantworten, weil das war ja die These, mit der wir angetreten sind. Und warum sind denn nun Detailliebe und Automatisierung kein Widerspruch? Und ich denke, angesichts dessen, was Sie eben von Martin gehört haben, ist es ganz klar, weil diese facettenreichen Kataloge mit Hilfe dieser Werkzeuge über 80% automatisiert werden können. Im Flyer steht da drin 80 bis 95, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, welchen Katalog wir uns angucken. Aber dass ein solches Werk so automatisiert werden kann, in der Detailtiefe, hat uns auch immer wieder beeindruckt und dementsprechend, denke ich, haben wir den Beweis mit diesem Beispiel durchaus angetreten. Und insofern auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und